Joe Vega GV. Keine Ahnung, wie GV das macht. Alter. Nachts hängt er in den Clubs ab und tagsüber ist er auf der Straße. Der Typ hat einen ziemlichen Ruf weg. Die Cops hassen ihn und die Racer eifern ihm nach. Falls du ihn suchst, er fährt eine knallgrüne Dodge Viper. Ja. Okay. Muss ja leider sein. Kompressor habe ich, glaube ich, schon, ne? Echt nicht. Okay, da können wir nach Ronnie. Tja, wie wär's mit dem Getriebe? Powerwerk haben wir schon. Oh, vielen, vielen Dank, Uwe Kumi, für deinen Follow. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich hab mich gerade gewundert, die Musik ist so toll. Ja, vielen, vielen Dank fürs Followen. Ich weiß jetzt nicht, ob du ein deutschsprachiger bist oder ein englischsprachiger. Deswegen werde ich es mal auf Englisch sagen. Thank you so much, Uwe Kumi, for your subscribe. Many thank you. Naja, ich habe das jetzt nur in der Musik gerade gehört. Tja, dann hat sich doch heute schon mal wieder voll gelohnt zu streamen. Ja, auch nach Ronnie erst. Gut. Wegen dem Follow spielen wir jetzt noch ein bisschen weiter. Eigentlich hatte ich jetzt geplant, so, ach ja, reicht, aber kann ich nicht machen. Den Follow abstauben und dann Feier machen. Nee. Das kann ich nicht machen. Das ist auch schon wieder so ein, naja, komischer Name, finde ich.
Oder ich spreche ihn halt komplett falsch aus. Das kann auch sein. Aber immerhin ist keine Zahl dazwischen. Oder dahinter oder davor. Weil sonst muss man daraus schließen, dass die Person den Namen haben wollte, aber der halt nicht mehr verfügbar war. Okay. Leute, ich fahr ein Rennen. Da kann ich schlecht anhalten, so. Dann bin ich Game Over. Halt. Beziehungsweise ist das Rennen verloren, halt. Und ja, geht halt nicht, ne? Selbst wenn ich wollte, geht nicht. Gut, ich will auch nicht, aber... Ich wollte es nur sagen. So, den Ton wieder eingeschaltet. Sag schon wieder, okay. Okay, die ist aggressiv. Habt ihr mich verstanden? Nice. Die ist angepisst. Die ist so richtig angepisst. Halt euch. Na. No.
Na, das war's dann schon, schade. Ja, ich hätte jetzt auch nicht gerechnet, dass die erstens auftauchen und zweitens, als ich da kurz rechts abgebogen bin, sind sie alle geradeaus gefahren, so, wo ich mir denke, so wow. Ah, und ich brauche 4 Millionen. Na super. Na, dann haben wir noch viel zu tun. Hey, Kopfgeld. Naja, 15.000 bringen uns unseren Schritt ein bisschen näher. Was? 4 Runden? Warum? Und deswegen gehe ich niemals durch diese Tankstelle da.
So ein Stechen die ganze Zeit in der Hand, ey. Ich glaube, das ist das Event, dass ich nicht durchgeschafft habe. Also, dass ich es nicht geschafft habe. Weil die Strecke halt sehr blöd ist, sehr, sehr viel Verkehr und halt die Gegner sind sehr, sehr schnell und vor allem sehr aggressiv. Dass sie sich so schnell dann dreht und dann kannst du nicht mehr lenken, das finde ich richtig blöd. Ja, die sind alle sehr, sehr. Guck hier, das passiert mir und den Gegnern gar nicht. Höchstens bei der Tankstelle, weil sie da geradeaus durchfahren. Aber sonst gar keine Chance. Ey, die sind so schnell. Das ist das erste Rennen, wo ich sehr viele Schwierigkeiten habe. Muss ich sagen. Moin. Ja, da bin ich wieder. Frohes Neues. ich hatte Urlaub und war nicht an der Konsole. Deswegen ich war über Weihnachten, Silvester, war ich bei Verwandten gewesen und ja, deswegen. Jetzt bin ich seit letzte Woche Sonntag wieder hier. Ja, ich meine, der Name kam mir auch bekannt vor. Ich hasse dieses Rennen. Ach, wirklich? Ah, ist ja cool. Und was zockst du da so? Also die Strecke hat definitiv so viele Möglichkeiten, dass du an Ecken und Kanten und so weiter kommst, die dich sofort komplett runterbremsen.
Während deine Gegner mit, keine Ahnung, Überschallgeschwindigkeit durch die Ecken durchflitzen. Also exakt wissen, wie sie sie befahren müssen. Und natürlich, wo Gegenverkehr sein kann. Wie auch immer sie das immer wissen. Da finde ich ein bisschen lame. Ja, keine Ahnung, muss ich das Rennen jetzt so lange pausieren. Ich mache das wahrscheinlich, wenn alle Upgrades da sind. Die Gegner sind mir einfach hier zu schnell. Überhaupt keine Chance, finde ich. Ich weiß nur, dass ich mit allen möglichen Autos versucht habe, dieses blöde Rennen durchzukriegen, ey. Ich glaube, es hat geklappt. Aber ich glaube, erst mit dem... Boah, Alter. Ach cool, also auch so Retro-Rennspiele. Welche zum Beispiel? Ich gehe mal davon aus, Need for Speed, oder? Wäre lustig auf jeden Fall. Ja, schade. Keine Chance bei dem Rennen. Na, schade. 10 Minuten komplett umsonst. Aber ich hätte erwartet, vielleicht schaffe ich es mit dem Wagen, aber noch nicht. Du bist live und guckst mir gerade dabei zu? Läuft bei dir. Aber wahrscheinlich bei deinem anderen Account dann, ne? Er geht ja sonst auch nicht anders, weil sonst würde ja in deinem Stream meine Stimme kommen. Ach so, okay. Ja gut, kann man ja auch machen. Also du hast dich gemutet, aber zockst trotzdem, ne? Also ich finde es ja natürlich cool, wenn man mich dabei noch zuhört, so, ne? Aber... Ach, als ob, ey. Zockst du für den PC? Pro Street? Weil ich bin da jetzt auch gerade... auch gerade hier drin. Und sehe das ein bisschen. Ja, Pro Street werde ich auch noch mal spielen, aber das werde ich höchstwahrscheinlich die PS3-Fassung zocken. Weil ich hätte jetzt bisher nur die PS2-Fassung und die ist natürlich grafisch deutlich schlechter. Da wollte ich ganz gerne die PS3-Fassung machen, weil da auch viel mehr los ist auf der Strecke. Weil du einfach viel, viel mehr Gegner da hast. Ist ein bisschen lustiger. Ich gebe ja diese... Du, ich schaue dir gerade zu. Hab nur deinen Stream gerade auf stumm geschaltet. Sonst habe ich jetzt hier gerade zwei Fenster offen.
wo ich gerade den Stream sehe. Seit wann hast du denn angefangen? Hast ja dann aber schon ganz gut Follow-Zahlen bekommen. Dadurch. Nachdem das die ganze Zeit jetzt blöd abkürzt. Ja, scheiße. Ja und? Also dafür, dass du gerade erst angefangen hast, ist das schon eine ordentliche Zeit. Wie viel habe ich denn überhaupt? Ich hab doch viel weniger. Ich habe, glaube ich, sogar weniger als du. Also ich habe jetzt gerade noch einen dazu bekommen, also vielleicht haben wir sogar gleich viel. Also ich kann es bei mir gerade nicht sehen, wie viele ich habe, deswegen. Aber ist ja auch. Im Grunde ist es auch egal. Ich meine, Hauptsache es macht einen Spaß und wenn man dadurch irgendwelche Leute findet, die einen zuschauen oder einen folgen sogar, finde ich das klasse. Ist genauso, finde ich genauso cool, wenn ich Leute, also wenn Leute auf meinen YouTube-Channel gehen und mich abonnieren. Finde ich super. Weil das zeigt mir dann so, dass ich zwar nicht der Beste bin, aber dass es wenigstens ein paar Leute gibt, denen meine Videos gefällt. Ich meine, dafür, ich stecke ja auch nicht so unmenschlich viel Arbeit da rein. So. Das ist dann sowieso dann die Frage. Ich will eigentlich da links. Ach, ernsthaft? Ja gut, vielen Dank für dein Follow. Habe ich jetzt schon gerade gewundert, dass meine Follow-Musik kommt. Ja, vielen, vielen Dank. Jetzt sind wir gleich auf. Oder habe ich einen mehr? Ja, ich weiß. Aber wenn ich Prostit bei dir gerade sehe, hätte ich da voll Bock wieder drauf, das zu zocken, ey. Das ist ein saugeiles Spiel.
Aber ich habe jetzt gestern noch zig weitere Spiele bekommen. Beziehungsweise hatte ich mir bestellt gehabt. Deswegen. Die müssen dann auch noch drankommen. Also im Grunde habe ich eigentlich so viele Spiele, dass ich locker mein Leben voll hätte mit Games, die ich durchzocken kann. Gehe ich sogar davon aus. Mal, warum muss das Auto genau da reinfallen, hä? Kannst auch mal nach links oder rechts oder mal die anderen Gegner behindern. Wäre mal fair. Ja, überhol doch einfach. Ich hasse das, wenn eine Strecke so viele Kanten, Ecken oder Stellen hat, bei der du easy wieder komplett auf Null gehst mit Geschwindigkeit. Solche Strecken machen keinen Spaß, finde ich. Natürlich hast du auch die Abkürzung. Naja, kennt man. Ja, aber ich konnte mich noch erinnern, dass dieses und das den Rundkurs davor mit 4 Runden bei dem Blacklist 4 Fahrer, dass ich die echt sehr, sehr schwer hinbekommen hatte. Ich meine, das hier kriege ich vielleicht noch hin, wenn ich den irgendwann mal überhole und jetzt gleich keine Fehler mache in der Runde. Aber den Rundkurs, der war nicht schaffbar. Jeder war einfach unglaublich schnell. Ja, natürlich kommt dahinter auch noch ein Wagen um die Ecke. Ist ja nicht so, dass ich dadurch Vorsprung bekommen könnte auf meinen Gegner. So ein bisschen. Machst du eine Kurve mal nicht, ist alles verloren, ey. Na, ich später. Gibt ja noch genug andere Events. Ach, sowas hasse ich. Einen Mini-Fehler und das Rennen ist verloren. Das passiert halt ultra schnell.
Wollt ihr nicht lieber irgendwelche SWAT-Einheiten dafür benutzen, lieber? Ich meine, Angriff auf Polizisten, ihr schickt einfach nur Wagen, die mich zum Stillstand bringen. Und dann werde ich auch nur kurz verhaftet und komme dann wieder. Ich meine, ich bin ja irgendwie gemeingefährlich. So. Ein bisschen Logikfehler, finde ich. So ein bisschen. Nice. Schöner Überschlag. Ja, wieso nicht? Hab ja nur einen Überschlag gemacht. Ja, Drifts habe ich in Pro Street immer gehasst, irgendwie. Also besonders die Strecke war das. Ja, die ist hier am Hafen, genau. Die habe ich immer gehasst. Die Stellen. Na. Ich weiß noch, gegen Ende, wo du gegen Rio kämpfen musst und auch Drifter machen musst. Boah, ich saß da super lange dran. Weil der immer exakt so 2,5, 2,6 hatte. Oder ne, oder sogar noch mehr. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich meine immer so 2,5, 2,6 und du hast aus der Strecke einfach null rausgekriegt, ey. Weil durch die Driftsteuerung das manchmal echt so nervig war. Center ist einfach ein Radfahrer, ich glaub's nicht. Richtiger 50 Cent Abklatsch, ey. Ach, bis 2310er da? Ich weiß das jetzt gar nicht mehr. Ja, hatte ich jetzt. Letztes Jahr habe ich das Spiel durchgespielt, genau. Im Dezember oder im Januar, ein von beiden war das. Nein, tut ihr nicht. Seid neben mir. Und Auto hat keine Lust mehr. Ich muss das Rennen hier. Ach, mal wieder gegen die Polizei. Na, was für ein Spaß. Ich sehe niemanden im Rückspiegel. Noch Mist. Warte, was? Achso, die sind unter mir. Mensch, da sind aber viele. Ja, gut, dann bin ich mal wieder entkommen. Wollte ich eigentlich gar nicht. Helikopter ist auch falsch. Blöd, das bringt mir gar nichts.
Ja, bin ja auch an anderen Punkt jetzt. Oh, verdammt. Oh, ich hasse Nagelbänder, ey. Wenn die so kurz vor einem auftauchen, ey. Warte mal, wo kommt ihr denn jetzt alle her? Der Udo ist auch dabei, oder? Ne, Uwe ist halt, also, glaube ich, ne? Ja, müsste Uwe sein. Auch ein geiler Meme. Finde ich super. Ne, ich glaube, Uwe war's. Verwechsel das die ganze Zeit mit einem Arbeitskollegen, dessen Name Udo ist. Toller Kollege, muss ich sagen. Macht Spaß. Herzlichen Glückwunsch, jetzt geschafft. Wie bin ich da denn bitte schon noch so behindert da reingefahren, ey? Scheiß Wände. Unnötig wieder mal. Ich meine, ich wollte sowieso nur Rennen abschließen, aber ich meine, wenn man die Polizei gerade schon am Haken hat. Ach, ich bin bei dir aber nicht gemutet. Ich höre mich gerade selber. Hab mich schon die ganze Zeit gewundert, dass ich irgendwas höre. Ich meine, ich habe nichts dagegen, wenn man mich auch noch in dem anderen Stream hört, so, ne? Aber kommt schon ein bisschen merkwürdig. So ein bisschen. Wieso muss ich denn eigentlich immer so schief liegen? Scheiße. Läuft ja irgendwie nicht so.